In Deutschland ist die E-Auto-Skepsis nach wie vor groß. Und wir wagen das, wovor viele Deutsche Angst haben, mit dem E-Auto in den Urlaub fahren. Das noch mit zwei verschiedenen Elektroautos über mehrere tausend Kilometer bis in die Pampa mitten in Norwegen. Da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen oder besser Rentiere und Trolle. Kann das gut gehen? In diesem Video zeigen wir, wie sich der E-Auto-Oldtimer Tesla 3 gegen den Toyota BZ4X schlägt. Die Challenge, das relativ junge japanische gegen das etwas ältere amerikanische Elektroauto. SUV gegen Limousine mit Dachbox. Wir zeigen euch, welche Probleme es mit beiden Autos gibt, wie klappt das Laden und wer ist sparsamer unterwegs mit einem wirklich überraschenden Ergebnis. Was muss man in Norwegen beim Laden beachten? Was ging dabei schief? Und was war auf dieser Strecke beim Tesla ein Sicherheitsrisiko aus unserer Sicht? Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Es wird also spannend. Unbedingt dranbleiben. Aber zurück auf Start. Wir beginnen unsere Tour in Berlin und das hier ist unser Familienauto. Der Tesla 3, den haben wir schon seit 4,5 Jahren und der hat jetzt ungefähr 42.000 Kilometer drauf. Und das ganz ohne Pannen und ohne irgendwelche Ladesäulenprobleme. 1.100 Kilometer sind es bis zum Flughafen Oslo. Und der Weg dorthin wird schon super spannend sein, weil wir werden mit unserem Elektroauto das erste Mal auf einer Autofähre sein. Und was man da beachten muss und warum genau diese eine Autofähre was ganz Besonderes ist, das erfahrt ihr in einem anderen Film, den wir hier verlinken. Und dann schaut mal rein. Vom Nachladen her ist die Strecke nach Oslo überhaupt gar kein Problem. Es gibt über 20 Tesla Supercharger auf dieser Strecke. Und in Dänemark und Norwegen könnt ihr für unter 30 Cent pro Kilowattstunde euer Elektroauto laden. In Schweden ist es ein Tick teurer mit rund 40 Cent pro Kilowattstunde, aber das ist immer noch ein fairer Preis. Übrigens, wenn ihr den Ladepreis für euer Elektroauto mit dem Spritpreis vom Verbrenner vergleichen wollt, dann gibt es eine ganz einfache Faustformel. Ihr nehmt einfach den Kilowattstundenpreis mal 3. Wenn ihr also zum Beispiel für 30 Cent pro Kilowattstunde euer Elektroauto ladet und mal 3 rechnet, dann seid ihr bei 90 Cent pro Liter. Wenn dann das Verbrennerauto für 1,80 Euro pro Liter tankt, dann ist also das Verbrennerauto doppelt so teuer unterwegs wie das Elektroauto. Alles klar, dann nur noch die Dachbox drauf. Den Toyota BZ4X, den haben wir hier in Oslo am Flughafen gemietet. Sollte eigentlich ein VW ID.4 sein, aber wie das bei den Autogesellschaften so ist, das heißt dann VW ID.4 oder vergleichbar. Jetzt haben wir dieses Schiff bekommen. Ja, wir haben den Wagen hier am Flughafen gemietet, nicht weil wir hier hingeflogen sind. Auch unsere Mitreisenden sind klimaverträglich mit dem Zug gekommen. Das ist einfach der Grund, weil das Auto hier am Flughafen deutlich günstiger war als in der Innenstadt in Oslo. Warum auch immer. Auch zwischen den einzelnen Autoanbietern gibt es krasse Unterschiede und auch der Zeitpunkt des Mietens spielt eine große Rolle. Wir haben den Tipp bekommen im Internet, dass man rechtzeitig buchen soll. Das haben wir getan und das war die teuerste Fehlentscheidung in diesem Urlaub. Und ich habe auch noch gedacht, oh wow, warum sind Elektroautos in Norwegen so teuer? 3 Wochen vor Reisebeginn wäre das E-Auto ein paar hundert Euro billiger gewesen, als wir bezahlt haben. Und wir haben auch noch mehr Geld ausgegeben als für einen vergleichbaren Verbrenner. 3 Wochen vor Reisebeginn wäre das E-Auto billiger gewesen als ein Verbrenner. Dann hätten wir dieses Auto für weniger als 60 Euro am Tag mieten können. Aber Achtung, eine Woche vor Reisebeginn war bei unserem Autovermieter gar kein Auto mehr verfügbar. Also das Pokern kann am Ende auch schief gehen. Und ob das jedes Jahr so ist, das wissen wir auch nicht. Aber wenn man weiß, dass die Mietpreise um viele hundert Euro schwanken können, dann lohnt es sich auf alle Fälle, die Preisentwicklung über einen gewissen Zeitraum zu beobachten. So, genug gejammert. Die Person und das Gepäck, die verteilen wir jetzt auf beide Autos. Wie das geklappt hat, das schauen wir uns beim Ausladen an. Der Akku hat 98%. Na dann mal los und ab auf Tour.
heutige Etappe durch Norwegen umfasst 500 Kilometer bis nach Urke. Urke ist ein kleines Dörfchen mit gerade mal 55 Menschen. Dort haben wir uns ein Ferienhaus gemietet, das direkt wunderschön am Fjord liegt. Und natürlich müssen wir nachladen und da schauen wir uns gleich mal die Unterschiede der beiden Autos an. Wegen Elon Musk muss man sich ja neuerdings dauernd fremdschämen. Dass manche Menschen deswegen einen riesen Bogen um Tesla machen, kann ich total verstehen. Aber das Supercharging-Netz, das ist schon was echt Geniales. Aber was macht Elon Musk? Der feuert einfach die gesamte Abteilung des Supercharging, weil die Chefin der Abteilung ihm mal widersprochen hat. Mal sehen, ob die Qualität bei den Superchargern jetzt bröckelt. Und es wäre natürlich auch mal eine Idee für die deutschen Automobilhersteller, hier aufzuschließen. Aber deutsche Automobilhersteller und Vorreiter bei der Elektromobilität, das schließt sich irgendwie aus. Was ich so super genial an dem Tesla Supercharging-Netz finde, ist, dass ich im Navi wirklich jeden Supercharger sehen kann. Und ich kann mir vom Navi komplett die Route planen lassen, inklusive der Ladestopps. Oder wenn ich einen speziellen Mittagswunsch habe, kann ich mir das auch selber planen. Ich sehe genau, wie viele Ladesäulen frei sind und anstehen mussten wir auch noch nie. An der Ladesäule angekommen, nehme ich einfach das Kabel und drücke den Knopf. Das Auto und die Ladesäule kennen sich schon, die Ladeklappe öffnet sich und ich kann den Stecker einstecken. Es wird dann ganz automatisch losgeladen. Ich brauche keine Lade-App, ich brauche keine Ladekarte und ich brauche auch keinen QR-Code, sondern es wird einfach losgeladen und am Ende wird dann das Ganze mit der Kreditkarte abgerechnet, die bei diesem Auto hinterlegt ist. Wir haben hier auch besonders günstig geladen, nämlich mit 3,6 Kronen und umgerechnet sind das ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde. Umgerechnet mit der Faustformel sind das also 90 Cent pro Liter und somit sind wir halb so teuer wie mit dem Verbrenner. Und bei dem Toyota, da fängt das Ladedrama jetzt an. Wo lade ich, wie lade ich, mit welcher Ladekarte mache ich das Ganze? Als deutscher Gelegenheitslader hat man natürlich einige Apps installiert, zum Beispiel EMBW, Mobility Plus, Maingau, Shell Recharge und Black Surfing. Und vor der Fahrt habe ich mir noch die norwegischen Anbieter Billcraft und Elton, den auch der Autovermieter empfohlen hat, installiert. Die Mobility Plus App von EMBW zeigt bei mir keine Ladesäulen in Norwegen. Die Preise von Maingau und Black Surfing, die sind indiskutabel hoch. Bis zu 9,6 Kronen, also über 80 Cent pro Kilowattstunde. Hey, da ist man teurer unterwegs als mit dem Verbrenner, was soll das? Elton, die uns vom Autovermieter empfohlen wurden, die liegen mit über 6 Kronen auch eher im oberen Preisniveau, bleiben also nur noch Shell, Tesla und Billcraft. Bei Shell schwanken die Preise, aber es gibt wie bei Tesla und Billcraft in unserer Nähe hier auch Schnellladesäulen, die unter 5 Kronen pro Kilowattstunde liegen, also bei gut 40 Cent pro Kilowattstunde. Also Shell, Tesla und Billcraft, diese drei sind preislich okay. Und da wir unseren Tesla hier sowieso aufladen müssen, probieren wir es mit dem Toyota doch auch mal. Man kann ja auch Fremdautos bei Tesla laden. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. So, nun müssen wir schauen. Die Tesla-App starten, anderes Elektrofahrzeug aufladen, die Ladesäule aussuchen, dann die Station auswählen. Das ist die 5D. Den Ladevorgang starten. Und es kann eine Minute dauern, bis der Ladevorgang beginnt. Wir bleiben überrascht. Kein Auto erkannt. Und damit sind wir erstmal bei Tesla gescheitert. Tesla, zweiter Versuch. So, dann geben wir ihm einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Ja, die App sagt immer noch, er initialisiert sich, aber das Laden scheint trotzdem gestartet zu haben und mal schauen, was am Ende auf der Abrechnung draufsteht. Aber es sollen 11 Cent mehr sein pro Kilowattstunde als beim anderen Auto, also dann wären wir immer noch relativ günstig unterwegs mit 40 Cent pro Kilowattstunde. Mit der Faustformel wären das dann 1,20 Euro pro Liter.
was ja auch viel günstiger ist als mit dem Verbrenner. Ja, am Ende hat das Laden doch noch geklappt und wir sind weiter auf Tour. Mittlerweile sind wir fast 300 Kilometer weiter, ganz nah am Ziel. Die Akkuladung hätte auch noch bis zum Ziel gereicht, aber wir wollen nicht mit ganz leerem Akku ankommen und deswegen sind wir hier nochmal einen Tesla Supercharger gefahren. Wir wussten ja am Ende, wie das Ganze funktioniert und wir haben beide Autos hier gleichzeitig aufgeladen. Ja, das hier mit dem Laden bei den Fremdautos ist nicht ganz so optimal. Man sieht, die Tesla Supercharger Ladekabel sind super kurz und es ist manchmal relativ schwierig, überhaupt ranzukommen oder man blockiert mit dem Auto dann zwei Ladesäulen. Das funktioniert bei anderen Anbietern von der Kabellänge auf alle Fälle deutlich besser. Von der Reichweite her schlägt der Toyota sogar den Tesla Model 3. Man muss allerdings sagen, wir haben natürlich die Dachbox drauf. Wir sind bei dem letzten Supercharger mit beiden Autos bei 90% gestartet. Der hier war jetzt auf 20% runter, der auf 28%. Aber wir haben die Dachbox drauf. Hier haben wir natürlich einen fetten SUV mit dickem Luftwiderstand. Von der Aufladegeschwindigkeit ist der Tesla besser als der Toyota. Wir sind ja hier mit einem deutlich niedrigeren Akkustand, 20:28. Gestartet und bei 65% hatten wir ein Break-Even und inzwischen ist der Tesla weit vorne. Das heißt, wir sind hier schneller fertig und nun müssen wir auch die Aufnahme hier abbrechen, denn wir müssen jetzt auch gleich wieder los. Die Zeit des Aufladens ist schon wieder vorbei. Wir sind mittlerweile hier bei unserem wunderschönen Ferienhaus angelangt. Die Fahrt hierher war spektakulär und wir haben auch schon einige fantastische Ausflüge gemacht. Dass die nächste Ladesäule 70 Kilometer entfernt ist, stört uns überhaupt nicht. Wir haben den Akku noch halb voll, wir können also noch einige Ausflüge machen und schaffen es auch bis zur nächsten Ladesäule. Tankstellen gibt es hier übrigens auch recht selten. Während Menschen mit Verbrennerautos eine lange Strecke zurücklegen müssen, um zu tanken, können wir uns hier zurücklehnen und einfach mal hier vor Ort laden. Denn Steckdosen gibt es ja überall. Da das Wetter heute sehr wechselhaft mit viel Regen ist, ist das eine perfekte Gelegenheit, um hier vor Ort am Ferienhaus zu laden. Und für diese Fälle haben wir immer ein 50 Meter Kabel dabei. Zum Laden an der normalen Steckdose hat jedes Elektroauto so einen Ziegelstein. Und diese eine Seite hier kommt in die Steckdose, bei uns jetzt in dem Fall in das Verlängerungskabel. Und die andere Seite kommt ins Auto. Und schon lädt's los. Und das hier ist der Ziegelstein vom Toyota. Und mit dem laden wir den Wagen nach dem Tesla gleich mit auf. Der Toyota war beim Laden anfangs etwas zickig. Unser 50 Meter Ladekabel hat schon einen größeren Querschnitt von 2,5 mm Quadrat. Trotzdem ist der Spannungsabfall vom Haus zum Auto relativ groß. Am Haus liegt eine elektrische Spannung von 230 Volt an. Die fällt am Auto laut Tesla auf 209 Volt ab. Deswegen regelt der Tesla auch schon zwischendurch den Strom etwas runter, damit der Spannungsabfall nicht zu groß wird. Dem Toyota war das offensichtlich zwischendurch ein bisschen zu viel. Da gab es ein paar Aussetzer. Aber am Ende haben wir das Auto auch voll bekommen. Heute würde ich kein 50 Meter Kabel mehr kaufen. 25 Meter sind nach unseren Erfahrungen vollkommen ausreichend für alle Zwecke. Und wenn man dann einen Querschnitt von 2,5 mm Quadrat ebenfalls hat, dann klappt es auch mit dem Spannungsabfall. Während wir an der Schnellladesäule meist innerhalb von 20 Minuten wieder flott sind, dauert es hier an der normalen Steckdose etliche Stunden. Das stört uns aber heute überhaupt nicht. Wir haben ja Zeit. Und das Verbrennerauto hätte hier am Ferienhaus überhaupt keine Chancen, betankt zu werden. Nach einer entspannten Woche in Urke, in der Nähe vom Weltnaturerbe Geiranger Fjord, sind wir nun auf dem Weg in den Süden von Norwegen nach Notodden. Auf dieser Strecke haben wir nicht die kürzeste Route, sondern eine landschaftlich noch schönere Route gewählt. Und auf dieser 560 Kilometer langen Strecke gibt es natürlich ausreichend Schnellladesäulen. Wir haben dort 6 Tesla Supercharger und noch wichtiger, noch mehr Ladesäulen von anderen Anbietern. Man muss nicht unbedingt bei Tesla oder Shell laden, um diese Unternehmen zu unterstützen.
Ölkonzerne wie Shell haben lange Zeit die Energiewende und den Klimaschutz torpediert. Und Tesla, naja, jeder kennt Elon Musk, er entwickelt sich immer mehr zum Extremisten und Klimawandelskeptiker. Und da ist es schön, dass wir Alternativen haben. Die Lade-App Billkraft, die wird vom norwegischen Energieversorger Eviny betrieben. Eviny hat zahlreiche Wasserkraftwerke in Norwegen, betreibt ein umfangreiches Schnellladenetz in Skandinavien und expandiert inzwischen auch nach Deutschland. Eviny verlangt hier 4,99 Kronen pro Kilowattstunde, das sind umgerechnet ungefähr 42 Cent pro Kilowattstunde und das ist durchaus in Ordnung. Aber Achtung, bei einem Ladezustand von 80% und mehr bei der Batterie, da steigen die Preise erheblich. Ja, da sinkt die Ladegeschwindigkeit normalerweise bei den Autos deutlich ab. Die Autos stehen lange an den Säulen rum, die möchte Eviny wohl von den Säulen vertreiben, also sollte man bei 80% Schluss machen. Gut, dann starten wir mal den Ladevorgang. Die App habe ich schon auf. So, rein mit dem Stecker. Und Ladevorgang starten. Und laut App funktioniert's. Und auch als Tesla-Fahrer ist es hier übrigens nicht viel teurer als am Tesla Supercharger. Deswegen können wir ja auch guten Gewissens bei Eviny laden. Die Lade-App von Eviny liefert umfangreiche Ladedaten. Links sehen wir in Blau die Ladekurve des Teslas, rechts vom Toyota. Beide Autos waren zum Ladezeitpunkt noch wenig gefahren, die Batterien waren also noch kalt. Der Tesla startet hier mit einer Leistung von 126 kW. Je voller die Batterie wird, desto mehr sinkt die Ladeleistung. Der Durchschnitt liegt jetzt bei 88 kW. Der Toyota beginnt niedriger mit 71 kW bei einem Durchschnitt von 59 kW. Da wir beim Toyota wegen des geringeren Verbrauchs weniger lange laden mussten, haben beide Autos nach etwa 25 Minuten die Ladegrenze von 80% erreicht. Mittlerweile sind wir am zweiten Ferienhaus angelangt und es liegt natürlich wieder total schön in der norwegischen Landschaft, direkt an einem See. Ich möchte mit euch nochmal über die Gepäcksituation reden, denn wir sind ja mit 7 Leuten unterwegs und haben natürlich ordentlich Gepäck dabei. Der Tesla 3 hat einen Kofferraum von 340 Litern. Der Frunk hat 85 Liter. Und dieses Wort setzt sich übrigens zusammen aus Front und Trunk, ist also der vordere Kofferraum. Da haben wir immer die ganzen Kabel drin, die Kameraausrüstung und unseren Proviant, also all das, wo man schnell ran muss. Insgesamt sind das 425 Liter. Das ist schon ganz ordentlich für den normalen Alltag und für einen normalen Urlaub. Aber wir haben halt noch ganz viele Lebensmittel dabei, die Handtücher, die Wanderschuhe, verschiedene Jacken und deshalb haben wir die Dachbox noch oben drauf. Das ist ein absoluter Luxus mit 400 Liter extra, geht aber auch auf den Verbrauch. Der Toyota hat ein Kofferraumvolumen von 480 Litern. Belädt man ihn bis zur Decke, sind das 580 Liter, ganz ordentlich, ein SUV halt. Für den normalen Alltagsgebrauch ist das vollkommen überdimensioniert. Für so eine große Urlaubsfahrt ist das natürlich relativ praktisch. Der Toyota hat keinen Frunk wie der Tesla. Das heißt, das Ladekabel, das muss man unter das Gepäck packen. Das ist nicht immer praktisch. Bevor wir uns nochmal die Verbrauchsdaten und Reichweiten beider Autos anschauen, ziehen wir erstmal ein Fazit. Beide Autos machen genau das, was sie sollen. Sie bringen euch sehr zuverlässig von A nach B. Die deutsche Reichweitenangst ist in Norwegen vollkommen unbegründet. Man hat hier ein perfekt ausgebautes Ladenetz, kann überall nachladen und selbst in entlegenen Regionen ist das Ganze gar kein Problem. Die Fahreigenschaften des Toyota sind richtig gut und man kann hinten auch sehr bequem sitzen. Der Bedienkomfort eines Autos ist natürlich Geschmackssache, aber diese vielen Tasten und Knöpfe, die fanden wir nicht wirklich intuitiv. Wenn ich beim Laden den Ladezustand sehen will, muss ich erstmal die Fahrertür öffnen. Vielleicht geht das auch anders, aber das haben wir nicht hinbekommen. Nervt. Und das Assistenzsystem, das labert einen voll. Die Bedienung piept dauernd. Auch das geht einem am Ende ziemlich auf die Nerven.
Die Rückfahrkamera hat eine ziemlich miese Auflösung und die Rekuperation, also das Wiederaufladen der Batterie beim Bremsen und beim Bergabfahren, das mussten wir bei jedem Fahrtbeginn wieder neu einstellen. Wir haben nichts gefunden, wie man das dauerhaft speichern konnte. Und da die Rekuperation für eine sparsame Fahrweise bei Elektroautos enorm wichtig ist, fanden wir das ziemlich lästig. Der Tesla leistet uns seit 4 Jahren wirklich gute Dienste. Und es ist wirklich verwunderlich, es ist kein SUV, aber er hat total viel Beinfreiheit. Das Einzige, was passiert, ich stoße mir immer wieder den Kopf. Die Bedienung von Elektroautos ist leider nicht vereinheitlicht. Jedes Elektroauto hat eine andere Bedienung. Bei unserer ersten Fahrt im Tesla haben wir damit gekämpft, den Scheibenwischer anzuschalten. Mittlerweile haben wir die Bedienung unseres Teslas lieben gelernt. Auch vor allen Dingen die Updates, die immer wieder gefahren werden, die bringen Verbesserungen und Neuerungen. Ganz besonders toll finden wir die Navigation und die App-Steuerung. Auch wenn Elon Musk und die NSA vermutlich die ganze Zeit wissen, wo wir stehen und wo wir fahren. Was uns super nervt, ist das unzuverlässige Assistenzsystem. Wie Elon Musk sowas auch noch Autopilot nennen kann, ist mir völlig schleierhaft. Hier in Norwegen gibt es beim Einfädeln zwischen der Hauptspur und der Einfädelspur oftmals keine Markierung. Dann fährt der Spurassistent Schlangenlinien. Auch die Verkehrsschildererkennung bei Tesla ist zum Teil Glückssache. Hier in Norwegen hat er auf der Autobahn mehrmals gedacht, er hätte ein Schild mit 60 erkannt und ist in die Eisen gegangen. Auch das aus Deutschland bekannte Problem, dass eine Bremsung eingeleitet wird, wenn man auf der Autobahn fährt und rechts neben einem ein Auto auf die Einfädelspur einbiegt, ist hier in Norwegen aufgetreten. Als Fahrerin muss man dann wirklich schnell reagieren und aufs Gaspedal gehen. Wenn man das weiß, kann man sich darauf einstellen. Wenn man dieses Auto aber zum allerersten Mal fährt und dann plötzlich mit einer starken automatischen Bremsung konfrontiert wird, dann reagiert man eventuell falsch. Dann kann das Ganze schon mal zu einem Sicherheitsrisiko werden. Ich hoffe, dass Elon Musk seine Robotaxis nicht so schnell auf die Menschheit loslässt. Das, was Tesla hier gerade bietet, das kann einem echt Angst und Bange machen. Ab dem Flughafen Oslo bis hierher sind beide Autos ungefähr 1500 Kilometer gefahren. Da kommen noch mal 200 Kilometer zurück zum Flughafen dazu. Die längste Etappe auf dieser Strecke waren ungefähr 300 Kilometer. Und dafür haben wir beim Tesla 70% Akkukapazität, beim Toyota nur 62% gebraucht. Mit einem randvollen Akku hätten beide Autos hier in Norwegen eine Reichweite von deutlich über 400 Kilometer locker erreicht. Da die Durchschnittsgeschwindigkeit in Norwegen selten über 60 Kilometer pro Stunde liegt, braucht man auch für Etappen von 300 Kilometer gut und gerne mal 5 Stunden. Und da stört dann eine Ladepause, die man auch noch mit einem Toilettengang, dem Einkaufen oder Essen verbinden kann, überhaupt nicht. Für die 1500 Kilometer haben wir weniger als 100 Euro fürs Laden bezahlt. Der durchschnittliche Kilowattstundenpreis lag bei gut 30 Cent. Pro Kilowattstunde. Wenn man das mit unserer Faustformel auf den Sprit umrechnet, liegen wir dann bei etwas über 90 Cent pro Liter. Der Sprit in Norwegen kostet aber etwa doppelt so viel. Das heißt, wir waren mit den Elektroautos etwa halb so teuer unterwegs wie ein Verbrenner. So viel zu mehr der teuren Elektroautos. Was uns überrascht hat, ist der wirklich geringe Verbrauch des Toyotas. Bei unserem Test kam er gerade mal auf 15,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wenn man das mit dem Heizwert von Benzin oder Diesel vergleicht, entspricht das weniger als 2 Liter Sprit pro 100 Kilometer. Und das bei einem SUV. Das zeigt, wie irre effizient Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern sind. Der ADAC gibt in seinen Tests für den Toyota BZ4X einen durchschnittlichen Verbrauch von 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometern an, auf der Autobahn bei 130 sogar 19,1. Da waren wir mit unserem Verbrauch von 15,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer deutlich günstiger unterwegs. In Norwegen gilt allerdings auch auf der Autobahn Tempo 110, auf der Landstraße Tempo 80. Und das zeigt, wie effizient ein Tempolimit auch in Deutschland den Verbrauch senken könnte. Was uns wirklich überrascht hat, war der hohe Verbrauch unseres Tesla Model 3. In unserem Test lagen wir bei 21,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und somit 37% über dem Toyota. Auf der Anzeige im Tesla wurde uns nur 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer angezeigt. Entscheidend ist aber, wie viel Strom in das Auto hineingeht und am Ende bezahlt werden muss. Zwischen der Anzeige des Teslas und dem tatsächlichen Verbrauch liegen die Ladeverluste. Die wären dann aber in diesem Fall relativ hoch. Natürlich ist der Verbrauch mit der Dachbox
höher bei unserem Tesla Model 3. Aber aus vergleichbaren Fahrten mit und ohne die Dachbox haben wir einen Mehrverbrauch von etwa 10-20% ermittelt. Also wären wir ohne Dachbox gefahren, hätten wir immer noch einen schlechteren Verbrauch als der Toyota. Und das, obwohl der Fahrzeugquerschnitt und der Luftwiderstand bei dieser Limousine kleiner ist. Es ist wirklich spannend. Der SUV schlägt die Limousine. Nun liegt der Altersunterschied zwischen den beiden Autos bei ungefähr 4 Jahren. Und in dieser Zeit hat sich natürlich in der Effizienz bei Elektroautos einiges getan. Der ADAC hat gerade den neuen Tesla Model 3 Facelift unter die Lupe genommen und hat da einen Verbrauch von 17,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ermittelt. Und das liegt natürlich unter der alten Modellgeneration. Absolut spannend, dass ein SUV trotz der höheren Windwiderstände auf so gute Werte kommen kann. Beim Aufladen an der Schnellladesäule war der Tesla etwas flotter als der Toyota. Der Unterschied war aber nicht wirklich groß. Da lagen nur wenige Minuten dazwischen. Das heißt, selbst für lange Strecken sind beide Autos vollkommen alltagstauglich. Und die Ladepausen decken sich in der Regel sowieso mit den notwendigen Toiletten- oder Essenspausen. Beide Autos sind im oberen Preissegment angesiedelt und kosten über 40.000 Euro. Für einen umweltverträglichen Urlaub braucht man aber gar kein Auto kaufen. Man kann wunderbar mit Bus und Bahn bis nach Oslo kommen. Dort lässt sich dann guten Gewissens ein Elektroauto mieten, mit dem man dann auch die entlegensten Ecken hier in Norwegen erreichen kann. Und selbst mit einer komfortablen Ferienwohnung oder einem Ferienhaus ist man dann in der Regel sogar günstiger unterwegs als mit einer Flugreise oder einer Kreuzfahrt. Über den Vergleich der Klimabilanz brauchen wir erst gar nicht zu reden. Der Strom stammt hier in Norwegen zu fast 100% aus Wasserkraftwerken. Das heißt, das Laden eines Elektroautos ist damit im Wesentlichen kohlendioxidfrei. Eine längere Flugreise für den Urlaub schlägt hingegen schnell mit mehreren Tonnen Kohlendioxid zu Buche. Eine längere Kreuzfahrt kommt in ähnliche Dimensionen. Das heißt, beides heizt die Klimakrise richtig an. Und Kreuzfahrtschiffe, die verschandeln zudem auch noch die wunderschöne Landschaft hier in Norwegen. Das Aufladen der Elektroautos hier am zweiten Ferienhaus ist übrigens besonders edel, denn hier gibt es eine Wallbox. Hier können wir die Autos mit 11 kW in wenigen Stunden aufladen und das ist etwa 5-mal so schnell wie bei dem anderen Ferienhaus an der normalen Steckdose. Und wir laden hier für 2,5 Kronen, das sind umgerechnet 21 Cent pro Kilowattstunde. Und mit unserer Faustformel umgerechnet sind das 63 Cent pro Liter Sprit. Also nur ein Drittel des Spritpreises hier in Norwegen. Zum Aufladen an der Wallbox braucht man ein Kabel mit einem Typ-2-Stecker. Jedes Elektroauto sollte so ein Kabel mit sich führen. Auch das Mietauto hatte so ein Kabel im Kofferraum liegen. Die eine Seite kommt jetzt in die Wallbox. Und die andere Seite des Kabels kommt jetzt ins Auto. Und schon geht das Laden los. Und umso mehr E-Autos unterwegs sind, umso mehr wird es Ferienhäuser geben, die eine Wallbox haben. Der Urlaub neigt sich langsam dem Ende zu. Dann muss der Toyota wieder zurück an den Flughafen in Oslo, nochmal rund 200 Kilometer. Von da ab reisen unsere Mitreisenden klimaverträglich mit Bus und Bahn zurück nach Deutschland. Wir werden mit dem Tesla über den Landweg nach Berlin zurückfahren. In der Summe werden wir dann rund 4000 Kilometer gefahren sein. Die Challenge zeigt, man kann wirklich richtig große Strecken mit Elektroautos problemlos ohne irgendwelche Schwierigkeiten zurücklegen. Und man kann auch problemlos auf Flugreisen verzichten, um einen perfekten Urlaub zu haben. Und diesen Urlaub haben wir auch noch mit richtig gutem Gewissen gemacht, denn wir haben dabei kaum CO2-Emissionen verursacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann setzt einen Like, empfehlt uns weiter, abonniert den Kanal und setzt die Glocke, damit ihr kein zukünftiges Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!